Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu This is the Police. So, wir waren stehen geblieben bei Jack. Heute haben wir um Gebäude der Ingenieurwissenschaften etwas bei 2209 laufen. Wir wollen doch nicht, dass Polizisten bei der Party stören. Ich denke, für uns noch ein Ausreden finden. Okay, Ingenieurwissenschaften 2209. Alles klar, weiß ich Bescheid. So, Täter gefasst. Wunderbar. Schön. Upsala, nein. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Der Wächter sagt, dass jemand in die Ausstellung gekommen ist, Bilder von Penissen auf die Kunstwerke geschmiert hat und sich dann im Klo versteckt hat. Ja, ich schicke jetzt nur mal einen hin. Der Täter ist entkommen. Zivilisten getötet. Nein. Das ist gar nicht gut. Oh, ich muss unbedingt hier warten, ey. Bis da mal ein paar Polizisten zurückkommen. So, Mr. Boyd, ich habe eine verzwickte Angelegenheit, zu der mir unser gemeinsamer Freund Charles Dill gesagt hat, dass Sie helfen könnten. Wie Sie vielleicht bereits wissen, gehört mir der größte Musikladen in Freeburg. Vor kurzem hat meine Ex-Frau vor Gericht die Hälfte meiner Musiksammlung zugesprochen bekommen. Da sind eine Menge seltener Aufnahmen darunter. Meine Ex hat große Angst vor der Polizei und versucht immer, sich wie ein gesetzesfürchtiger Bürger zu verhalten. Wenn ein paar ihrer Leute in Uniform zu ihr kommen und sagen würden, dass sie die Platten Teil einer wichtigen Ermittlung sind. Ach so, dass die Platten Teil einer wichtigen Ermittlung sind, würde sie einfach lächeln und ihnen alles geben, was sie wollen, ohne auch nur den Durchsuchungsbefehl zu überprüfen. Dafür bräuchte ich aber drei. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Bei der Ankunft der Polizei waren alle Lichter aus. Der Nachtwächter des Museums gab an, dass er den Job erst seit ein paar Wochen hat und befürchtet, dass er aufgrund des Vorfalls gefeuert werden könnte. Die Polizei konnte ihn beruhigen und er hat sie auf die Toilette aufmerksam gemacht, in der sich der Künstler eingeschlossen hat. Ich hoffe, ihn kommen Sie mit erhobenen Händen raus, die angrenzende Toilette betreten. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Ein junger weinender Mann, der ein Messer in der Hand hält, beharrt darauf, es handele sich hier um Performancekunst und niemand würde ihn verstehen. Er weigert sich, sich zu ergeben und droht sich selbst zu verletzen. Keine Sorge, Sie bekommen keinen Ärger, wir wollen nur reden. Erzählen Sie mehr über Ihre Kunst, versuchen Sie, das Messer zu packen. Keine Sorge, Sie bekommen keinen Ärger, wir wollen nur reden. Super. Hat sie super gemacht. Bin stolz auf sie. So, ich habe jetzt drei Polizisten. Habe ich nur noch Chinatown. Da muss ich eben noch warten, bis wenigstens einer zurück ist. So. Da können wir jetzt nämlich die beiden schicken. Und dann passt das. Jetzt kann ich mir noch eben die Ermittlungen angucken. Wir haben hier noch einen Fall. Verdächtigen verhaften. Achso, da bin ich ja dabei gerade. Wir haben hier noch einen Bericht reingekriegt. Upsala. Chef, wir haben Ulrich Bieber geholfen und zum Dank hat er uns ein Generaro Crespo-Album gegeben. Die Masse der Aufnahme zieht leider Glam vor und war ziemlich traurig an der Bar, nachdem die Schicht vorbei war. Oh, was stellt er sich denn so an? Danke für Ihre Hilfe. Geld beiseite gelegt, schön. Jetzt müssen wir nur noch die eine verhaften. 911 in progress. So. Chinesin wurde verhaftet. Fall geschlossen. Wir haben soeben ein 22. Wir haben. Wir sollen da nicht eingreifen, haben die ja gesagt, von der Mafia. Es ist ja dieses Ingenieur und um diese Zeit da dann. Danke, dass Sie unsere Bitte entsprochen haben. Hier ist die Summe, auf die wir uns geeinigt haben. Dabei haben Sie geklaut. Und Diebstahl. Täter ist entkommen. Klar.
Weil ich niemanden hingeschickt habe, logisch. Stadtverwaltung. Jack, Sie haben sicher die Zeitungsartikel über Thomas Blaine gelesen, den Polizisten im Ruhestand, der an Schizophrenie erkrankt ist und eine schwangere Frau erschossen hat. Damit sich so eine Tragödie nicht wiederholen kann, haben wir beschlossen, dass alle Polizisten über 50 einen psychologischen Test ablegen müssen. Dazu gehören auch Sie, Jack. Dr. Eleonora Waterbury, mein Gott, erwartet Sie morgen früh in Ihrem Büro. Kommen Sie nicht zu spät. Okay. Gut. Ich hätte sie ganz gerne. Achso, so geht das gar nicht. So muss ich. Ja, okay. Tag beginnen. Nein, Tag beenden meine ich erstmal. Tag 8, 22. Juli, Montag. Stadtkasse zahlt $90.000 für Geburtstag des Bürgermeisters, bis zu Jahresende 6 neue Restaurants in der Stadt und der mysteriöse Robespierre kündigt politische Kandidatur an. Oh, ich kann auch langsam nicht mehr, mein Hals ist so trocken vom Lesen. Ach ja, wie die Sache läuft. Mr. Boyd, das hier ist ein sehr einfacher Text. Ich zeige Ihnen Karten mit abstrakten Bildern. Die sehen sich an und sagen mir, was sie daran erkennen. Ich würde jetzt sagen, ein Haus. Als erstes jetzt ein Junge, der einen Weihnachtsbaum schmückt. Nein. Zwei Ureinwohner, die trommeln, fliegen abgeschlagene Köpfe. Ich sehe gar nichts von dem, aber ich nehme mal den Jungen mit dem Weihnachtsbaum. Das ist jemand, der auf jeden Fall reinkommt. Ein alter Mann, der einem Jungen ein Geschenk gibt. Hä? Wie soll man das da sehen? Ein Schmetterling, ein Mann mit einer Uhr als Gesicht. Was? Das gibt das Bild überhaupt nicht her. Das wäre jetzt ein Junge, der eine Waffe aus einer Schachtel nimmt, ein tanzendes Mädchen, ein blaues Alien, das ein Schwein vergewaltigt. Was? Ein tanzendes Mädchen. Ein alter Mann und ein Junge, die den Wald erkunden. Sag mal, worauf wollen die hinaus? Immer mit den Jungen und den alten Mann? Wollen die wissen, ob ich pädophil bin oder was? Ein Tor oder pervers mit dem Alien und dem Vergewaltigen. Ein Turm auf einen Hügel, ein Baby mit Spinnenbein. Das ist krank. Ein Turm auf einen Hügel. Ein alter Mann, der eine zerdellte Dose auf einen Baumstumpf legt. Ein Autounfall, ein Baum, der menschliche Beine, dem Beine wachsen. Ein Mann, der eine zerdellte Dose auf einen Baumstumpf legt. Ein Junge, der zielt und schießt. Ein Eis in der Waffel, marschierende Hämmer. Ein Eis in der Waffel. Ein blutender Waschbär, ein Bauer beim Schach, ein Mann mit dem Kopf eines Nashorns, ein Bauer beim Schach. Ein alter Mann, der einen Jungen einen dicken Ast reicht, ein umgestürzter Laster, ein riesiger Igel, der statt Äpfel Menschen frisst. Okay, das ist definitiv krank. Ein Junge, der ein Grab aushebt, ein Schlüssel an einer Kette, ein Tintenfisch, der Klavier spielt. Ja, ein Tintenfisch, der Klavier spielt, das könnte mal was anderes sein. Ein Junge, der sich die blutigen Hände abwischt. Ein Haufen Herbstlaub, eine Frau in einem Kleid aus Wurmhaut. Ihhh. Danke für Ihre Zeit. Ich werde Sie in den Kommentaren über Ihre Testergebnisse informieren. Schön. Tag 9. 23. Juli, Dienstag. Shia Rum als oberste Staatsanwältin Freebergs wiedergewählt. Einflussreicher Geschäftsmann, bereit in die Zukunft der Stadt zu investieren und keine afroamerikanischen Angestellten in der Stadtverwaltung? Laut Bürgermeister ein Versehen. Mhm. Ist klar. Rassistischer geht's ja gar nicht, ey. Ich bin zu müde, ich kann kaum noch geradeaus gehen. Kann ich nach Hause gehen? Ja, aber komm morgen wieder. So, einer hat ein Sternchen verdient. Ich warte aber noch. Ich warte. Nein, ich möchte keine Musik hören.
Oh, Gangmitglied. Kuan Yin Yin hat sich als Mitglied einer Gang herausgestellt. Ach, die da die Kette geklaut hat. Die als The Red Mask bekannt ist. Er könnte ihnen bei der Zerschlagung der Gang helfen, wenn sie ihn zum Informanten machen. Ja, annehmen. Es gibt eine Reihe von Gangs in Freeburg und das heißt, dass Kopfgelder abzuholen sind. Einige Kriminelle, über die sie stolpern werden, werden Mitglieder der einen oder anderen Gang sein. Im Austausch gegen Straffreiheit werden sie vielleicht dazu bereit sein, ihre Bosse zu verraten. Hier, Ermittlungen beginnen. Ja, er kann uns den hier bringen. Ermittlungen beginnen. Auf diese Weise können sie Stück für Stück immer höhere Gangmitglieder kontrollieren und am Ende den Boss zur Strecke bringen. Wenn sie den Boss verhaften, wird die Gang zerfallen und sie können eine Belohnung einstreichen. Es gibt auch eine Belohnung dafür, Gangmitglieder offiziell anzuklagen. Jedes Mal, dass sie ein Gangmitglied verhaften, werden sie einen Bonus erhalten, aber ihre Abmachung mit dieser Person ist beendet. Geben sie sich nicht mit kleinen Fischen zufrieden, nutzen sie die kleinen Fische, um die großen zu fangen. Nein. Nein! Nein, ich will es nicht! Warum? Was soll das jetzt? Warum kann ich das jetzt? Warum muss ich das jetzt machen? Ich will erstmal an ihn Annahmen von gestohlenen Waren. Ning He hat die antike Halskette versteckt. Stadtverwaltung. Vor ein paar Monaten ist eine unregistrierte feministische Organisation in Freeburg aufgetaucht. Heute hält sie ihre erste Demonstration ab. Soweit wir wissen, wird die Organisation von ausländischen Sponsoren unterstützt und ihr Ziel ist es, ihre Leute in wichtigen Ämtern in der Stadtverwaltung zu installieren. Die Demonstration könnte in etwas Ernstes eskalieren und wir müssen den Leuten zeigen, dass wir hier das Sagen haben. Setzt Schlagstöcke und Tränengas ein, auch Schusswaffen, wenn nötig. Zeigen wir denen, wie Einschüchterung auf ganzer persönlicher Ebene aussehen kann. Okay. Erstmal Stadtverwaltung. Bao Liang hat mehrere Interviews gegeben, in denen er über die Untaten der Roten Maske, also der Rote Maske-Gang gesprochen hat. Er hat eine Menge ausgeschmückt und die Fakten verdreht. Wenn sie einen öffentlichen Panik vermeiden wollen, sollten sie die Gang innerhalb der nächsten 4 Tage ausschalten. Der Psychotest. Mr. Boyd, Ihre Psyche geht es gut. Ich mache mir nur Sorgen um Ihren Stresslevel. Meine Forschungen haben ergeben, dass Beethovens Musik das Nervensystem beruhigt und entspannt. Ich empfehle Ihnen, ein bisschen was in den guten alten Ludwig zu investieren. Das wird Ihnen bei allen gewalttätigen Drängen helfen, die Sie vielleicht empfinden. Mhm. Begräbnis. Ach ja. Roy. Die Frau war eine aufrechte Dienerin der Stadt. Heute wurde sie mit militärischer Ehre beigesetzt. Da musste man jetzt mal. Feministische Demonstration. Ungefähr 50 Frauen haben sich im Park versammelt und haben den Sprecher angestimmt. Den Sprechchor angestimmt. Lasst uns erfolgreich sein. Sie haben 4 Beamte geschickt und SWAT. Okay. 4 Beamte soll ich da hinschicken und eine SWAT. Meine Güte, nee. Okay. Ja, dann nehmen wir die Kleinen, ne? 1, 2, 3, 4. Martin Stitt. Ach ja, unser Stellvertreter. Jack, wir haben ein Problem. Der leitende Staatsanwalt in Freeburg ist eine Frau und es sieht so aus, als wäre sie auf der Seite der Feministinnen. Sie könnte da auf ernste rechtliche Probleme stoßen. Wir gehen besser auf Nummer sicher und fälschen Beweise, um sie vor einer möglichen juristischen Verfolgung zu schützen. Vandal und Beweise gegen Christ... Nee, weigern. Nee, ich gebe da jetzt nicht mein hart verdientes Geld aus. Puh. Erstmal abwarten hier. So, Geiselnahme. Ein unzufriedener Klient hat eine Anwaltskanzlei mit einer Pistole betreten, einige Angestellte als Geisel genommen und ein Gespräch mit der Partnerin, mit dem Partner der Kanzlei verlangt. Diese verschlagenen Juden haben mich reingelegt. Die haben mir alles Geld genommen und am Ende ist mein Sohn trotzdem ins Gefängnis gegangen. Wie lange kann ich warten? Kann ich warten, bis das SWAT-Team wieder zurück ist? Das wäre sehr schön. Wenn nicht, muss ich jemand anders schicken. Die Demonstration gewaltsam beenden? Nein. Na, da hat die Ermittlung begonnen. Okay. Warum muss man die denn gewaltsam beenden? Jack, heute haben wir um Robino 4 Casino etwas bei 12:40. Also Casino und 12:40 laufen. Wir wollen doch nicht, dass die Polizisten bei der Party stören. Ich denke, 8.000 sollten ausreichen. Okay, Rubin, Casino, 12:40.
Oh, ich kann das SWAT gar nicht nutzen. Scheiße. Da schicke ich jetzt auch wirklich 3 Stück hin. Eine junge Frau hat während einer Vorführung einen Brand im Kino gelegt und ist dann geflohen. Oh. Warte mal, ich muss mal eben auf die Ermittlungen zurückgehen. Ich lösche mal die Plätze. Und setze sie und ihn ein. Dann kann ich vielleicht den doch annehmen, weil ich ihn dann einsetze. Fortfahren. Kann ich vielleicht... Na, ich kann jetzt noch nicht auf Ermittlungen gehen, aber später, okay. Dann warte ich erstmal ab. Oh, mein Mund, ey. Mir tut, ich habe richtig Halsschmerzen gerade. Das Casino. Täter gefasst, Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Ja! Ja, schön. Oh mein Gott, die braucht definitiv eine Gehaltserhöhung. Nein, bei dem Casino sollen wir nichts machen. Brandstiftung. Muss ich gleich mal nachlesen. Aber ich könnte mal jetzt Brandstiftung, genau. Detectives. Da würde ich gerne noch die beiden dazu schicken. So. Komm, mach das Casino weg. Mr. Boyd, heute installieren wir einen neuen Spielautomaten. Die Super Magdalena 3. Das letzte Mal, als wir einen neuen Automaten hatten, haben ihn die Kids schon am ersten Tag beinahe zerstört. Es wäre super, wenn sie uns ein paar ihrer Leute schicken könnten, um die Kids unter Kontrolle zu halten. Ja, das mache ich. Und zwar mache ich das mit den beiden hier. So, Christopher Sand hat mir das Geld gegeben. Und der Raub. Klar. Es wurden Leute getötet dabei. Oh, das ist nicht toll. So, in der Zeit kann ich mal bei der Ermittlungen reingucken. Die gestohlene Ware. Details könnten wir mal ansehen. Obwohl die suchen ja noch, ne? Da kann ich ja. Dann lese ich das alles später, wenn das so kurz vorher fertig ist. Weil die müssen ja. Die lesen da. Die machen das ja erstmal noch. Verdächtige Person. Eine schwangere junge Frau hat wegen eines verdächtigen Gynäkologen angerufen, den sie in einem Wartezimmer getroffen hat. Der Arzt verhielt sich sehr seltsam und versuchte, die Frau zu einer Abtreibung zu überreden, obwohl sie bereits im 5. Monat war. Unter Tränen erklärte sie, der Arzt sagte, dass er mich für nur $10.000 vor dem Parasiten in meinem Körper retten würde. Da schicken wir sie hin hier. Kann er gleich direkt mit einer Frau drüber reden. Das geht gar nicht. Ekelhaft, ehrlich, ey. Alles lief super, Boss. Tatsächlich haben wir schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Wir haben ihnen bei Hellfighter die Hosen ausgezogen. Danke für Ihre Hilfe, Mr. Boyd. Gut, nochmal ein bisschen Geld. Oh. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Die Hausfrau Takara Montes beschwert sich oft bei der Polizei über ihre Nachbarn, die permanent Krach machen und oft kämpfen, organisieren und die Angelegenheit nie mit ihren Nachbarn besprechen. Kämpfe organisieren. Sie hat heute erneut bei der Polizei angerufen, nachdem sie aus der Wohnung Knallgeräusche und laute Schreie gehört hat. Habe laut ihr leben 6 oder 7 Leute in der Wohnung. Oh, da brauchen wir... Ja. Kann das noch ein bisschen warten? Da kann noch ein bisschen warten. Da gerne auch mehr hinschicken. Der Arzt hat die Polizisten bemerkt, sich ein Skalpell geschnappt und voller Selbstüberzeugung gerufen, kommt nur, ich befreie eure Seelen aus dieser verdorbenen Welt. Ihn mit einem Taser betäuben, versuchen den Arzt zu Boden zu regen, Pfefferspray einsetzen. Mit dem Taser. Schön. So, jetzt könnte ich 1, 2, 3 einsetzen.
Der Bürgermeister höchst... Oh, persönlich. Jack, Sie haben einen Eid geschworen, die Stadt zu schützen. Wenn Sie Ihre Versprechen nicht einhalten können, werden wir unsere ebenfalls brechen. Ach, die Demonstration mit den Feministinnen. Kann mich mal. Jack, wir werden eine Großlieferung Alkohol erhalten, haben aber gehört, dass unsere neuen Lieferanten genau gerne rau mit Leuten umgehen. Wir bräuchten ein paar ihrer Leute als Rückendeckung. Ich hab jetzt keinen. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Ich hab. Ich kann es jetzt auch nicht mehr annehmen. Vergewaltigung. Oh. Es ist ein Anruf von einem Hotelgast eingegangen, der sich Sorgen um die Rufe einer Frau im Nachbarzimmer macht. Für mich klingt das so, als würde jemand vergewaltigt, sagt die verängstigte ältere Frau. Oh. Ach, das ist bestimmt nur ein etwas härterer Sex. ja. Schicken wir da aber eine Frau hin. Ich denke, sie wird das alleine schaffen. Oh, die Lage ist ernster als wir dachten. Benötige Verstärkung. Oh, bereits vor Ort sind zwei. Rückzug oder wir können noch zwei hinschicken. Wir machen das. Wir machen das. Oh, Brandstiftung. Da haben wir ein paar Sachen. Und die Ware gestohlen. Da haben wir auch ein paar Sachen gekriegt. Schön. Jetzt wird es aber spannend hier. Die, oh, Vergewaltigung. Ist tatsächlich Vergewaltigung. Ernsthaft? Ach, wegen der alten Frau dachte ich, dass das halt keine Vergewaltigung ist, sondern dass der Sex halt nur ein bisschen härter ist. Ich meine, ne? Also jetzt halt kein Blümchensex, so wie es halt ältere Leute halt kennen. Also, ich hoffe, man versteht mich. Ich möchte mich dazu nicht weiter äußern. Die Tür zu einem der Zimmer im ersten Stock steht offen und dahinter lässt sich ein großer Mann ausmachen, der eine weinende junge Frau an die Kehle gepackt hat. Er schlägt sie ins Gesicht und schreit, Schnauze, du Hure, ich hab dich bezahlt, also sei still. Lassen Sie die Frau los oder Sie sind tot. Den Mann in die Kniekehlen schlagen, eine Waffe auf den Mann richten. Ja. Die Frau konnte sich befreien, aber ihr Zuhälter, stürzt sich auf den Mann und es bricht ein neuer Kampf aus. Hä? Ach, hä? Wo kommt denn der Zuhälter jetzt her? Versuchen Sie zu trennen, Pfefferspray einsetzen, Sie kämpfen lassen, Pfefferspray einsetzen. Der Mann stößt den Zuhälter zurück und hechtet plötzlich aus dem Fenster. Dem Fliehenden in den Rücken schießen, hinterher springen und ihn verfolgen, die Treppe nach unten rennen. Die Treppe nach unten rennen. Hat schön geklappt. Hat sie alleine hingekriegt. Die kriegt auf jeden Fall eine Beförderung, ey. So, was haben wir hier? Täter gefasst, Beamte unversehrt. Sehr schön. Hat auch viele Polizisten gekostet, ne? Aber hat auf jeden Fall funktioniert. Das ist schon mal sehr gut. Das ist nur positiv. Boss, ich habe gekündigt. Ich will einfach mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Oh, du Schwein. Ja gut. Tag beenden erstmal. Tag 10, 24. Juli, Mittwoch. Boah, ich muss gleich definitiv aufhören. Ich habe keinen... Rogers verantwortlich für Zusammenbruch der Polizei. Arbeitslosenanteil der Stadt fällt unter 1%. Möglicher Freeberg-Besuch eines Vertreters der orthodoxen Kirche. Ich habe gerade einen extrem starken Angstattack und kann mich auf nichts konzentrieren. Kann ich nach Hause gehen? Nein, diesmal nicht. Meine Mutter ist gerade angefahren worden. Sie ist im Krankenhaus und kämpft um ihr Leben. Ich sollte bei ihr sein. Ist es schlimm, wenn ich diese Schicht aussetze? Nein, natürlich nicht. Ist nicht schlimm. Ach, sie ist ja jetzt gar nicht da, ob ich das jetzt hier geben könnte. Na gut. Dann warten wir erstmal.
Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass wir mit der Effizienz der Freeburger-Polizei nicht zufrieden sind. Wir kürzen das Budget. Schon wieder? Willst du mich eigentlich verarschen? Freie Plätze. Oh nein, ich muss jemanden wer rausschmeißen. Komm, der hier. Die Stadtverwaltung möchte was. Ach, guck mal, wir können hier wieder... Ich mach mal alle einfach. Oh, wir können jetzt wieder jemanden... Ah ja, bei den Detectives ist ja was frei. Für Schicht B einstellen. Manchmal werden ihre Polizisten nur ein oder zwei Kriminelle festnehmen. Aber wenn sie eine ganze Gruppe fassen, sollten sie besser einen Mannschaftswagen mitbringen. Wirklich professionelle Angestellte können ohne besonderes Fahrzeug zurechtkommen, aber die meisten Polizisten ziehen einen Mannschaftswagen vor. Wenn die Situation nach einem verlangt, schadet, dass das Präsidium kein Geld für einen hat. Oh, toll. Versuchter Mord. Ein Eiscremewagen hat einen Schuljungen angefahren. Der Rettungswagen war schnell vor Ort, aber der Junge wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die Anwohner der Gegend sind wütend und verlangen, dass der Fahrer des Wagens zur Rechenschaft gezogen wird. Er versteckt sich derzeit im Rettungswagen, während die Sanitäter versuchen, die Menge zu beruhigen. Die Situation gerät zusehends außer Kontrolle. Da können wir nur einen hinpacken. Na gut, machen wir es so. So, jetzt gucken wir uns die Ermittlungen eben nochmal an. Die Details. So, wir haben die rechte Hand. Ni Heng ist der treue Helfer von Jin Yang und ein Gruppenmitglied der Gang. Ihm werden die wichtigsten Jobs anvertraut. Dann haben wir das mit der Halskette. Bevor die wertvollen Stücke verkauft werden, bewahrt sie Ni Heng immer in seiner Wohnung auf. Dann bringt er sie einen Tag vor dem geplanten Verkauf zum Restaurant und zum Weißen Drachen. Er hatte einen direkten Käufer für die Halskette, also hat Ni Heng sie noch in der Nacht, in der sie gestohlen wurde, zum Restaurant gebracht. Restaurant. Normalerweise hat das Restaurant rund um die Uhr geöffnet, aber die vorherige Nacht war es wegen einer wichtigen Geschäft geschlossen. Tür. Ni Heng hat einen Schlüssel für das Restaurant und Aufbewahrungsort. Die Wertgegenstände werden in einem Safe unter der Bar aufgebaut. So. Dann haben wir jetzt... das hier. Dann das und dann das. Verdächtiger ist Ni Heng, chinesischer Einwanderer, hat in den letzten 10 Jahren offiziell nirgendwo gearbeitet. Gut. Den haben wir. Nächste. Brandstiftung. Details. Wir fangen mit den Kinoleiter an. Der Vorfall ereignete sich während der Vorführung des Jim Jarmusch-Films Stranger Fan Paradise. Then Paradise. Die Leinwand ist ruiniert und einige der Gäste haben in der Panik leichte Verletzungen erlitten, aber zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt. Zeuge. Ne, der Platzanweiser. Ich erinnere mich an eine junge Frau mit rotem Haar. Ich habe ihr noch nach Beginn der Vorführung eine Karte verkauft, obwohl ich das normalerweise nicht mache. Aber sie war einfach sehr nett. Mir ist aufgefallen, dass sie eine Flasche dabei hatte, aber ich dachte, das wäre Limo drin. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass so eine nette junge Lady mit hartem Stoff in einem Film geht. Okay, ich saß in der letzten Reihe ein paar Minuten nach Beginn des Films, habe ich gehört, wie jemand den Saal betrat und die Tür laut zufallen ließ. Ich wollte noch was sagen, weil ich es nicht mag. Wenn mich jemand an dem Werk vom Jim Jarmus ablenkt, dann habe ich die ersten Flammen gesehen und brennende Flasche direkt. Als die Leinwand Feuer fing, dachte ich, dass die Teil der Vorführung wissen sie, was ich gehört habe. Dieser Jim Jarmus ist ein Geisteskranker. Als das Feuer begann, habe ich mich auf den Weg nach draußen umgesehen und da habe ich entdeckt, dass die rothaarige Idiotin sie schnell weggerannt hatte. Zeit, um wegzunehmen. Okay, gut. Sie kommt hier rein. Sie wirft. Sie flieht. Oder? Warte mal. Alle entfernen. Den kann ich gar nicht entfernen. Ich kann die gar nicht entfernen.
Ich würde jetzt sagen, eigentlich, dass das jetzt hier so wirklich funktioniert. Aber anscheinend nicht. Anscheinend muss da noch etwas gesucht werden. Francis Bruce ist heute ein Held, nachdem er den ertrinkenden Senator Wallace Green aus dem Fluss gezogen hat. Die Stadt hat auf Empfehlung des Senators hin beschlossen, diesen vorbildlichen Beamten auszuzeichnen. Die Zeremonie ist für den 27. Juli vorgesehen und die Veranstaltung wird für die Presse sowie Mr. Greens Familie offen sein, die der Polizei persönlich danken will. Gehen Sie sicher, dass dem Beamten kein Unglück passiert, damit er ohne Probleme bei der Zeremonie erscheinen und seine Medaille entgegennehmen kann. Wow, jetzt muss ich den so lange am Leben erhalten hier. Ganz toll. Jetzt kann ich... Ich müsste eigentlich jetzt beenden. Nein. Scheiße, ich muss eigentlich Schluss machen. Na gut, ich kann... Man hört nichts. Ich lasse mal eben so lange laufen, dann haben wir heute Überlänge. Okay, Annahme von gestohlenen Waren. Da schicken wir auf jeden Fall jemanden hin. Da brauchen wir aber nicht so viele. Da schicken wir nur sie hin und sie. Das SWAT-Team zur Unterstützung. Ja, würde ich machen, komm. Machen wir mal. Jack, so ein schwarzer Gangster hat einen unserer Läden überfallen. Das ist gerade zu viel für uns, um uns selber drum zu kümmern. Können Sie aushelfen? Ja, kann ich. Na toll. Die Lage ist... Oh, Mord. Die Lage ist ernster, als Sie dachten. Benötigte Verstärkung. Oh, jetzt sind sie alle weg. Jetzt kann ich erstmal nichts machen. Jack, heute haben wir im Gericht 18:30. Gericht 18:30. Okay, wieder ein Mafia-Auftrag. Gericht 18:30. Der Täter wurde gefasst. Verkauf von gestohlenen Waren. Nie hatte die Antiquitäten geschafft. Ja, ja, der versuchte Mordtäter ist gefasst. Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Super. Ah, ich kann gar nicht. Ich habe gar keine Leute hier. Jetzt kann ich. Lärmbeschwerde. Ein älterer Mann hat die Wache angerufen und berichtet, dass aus der Sägemühle seit über einer Stunde grässliche Schreie dringen. Was zur Hölle geht da vor sich? Was muss man denn hier tun, um ein bisschen Schlaf zu bekommen? Ihr schaut da besser mal nach. Nehmen wir Tsubaki und Asano mit. Gehen die mal. Ermittlungen. Kann ich da noch einen hinpacken? Sie. Ja, ich weiß, dass meine Zeit abgelaufen ist vom Timer. Okay. Ja gut, hier hat sich jetzt erstmal nichts ergeben. So, ich habe wieder Polizisten hier. Mr. Boyd, ich leite eine große Fahrzeugflotte und will einen Kurs für meinen neuen Fahrer abhalten. Ich müsste lernen, wie man sich auf der Straße richtig verhält, damit unsere Wagen für ihre Leute nicht verdächtig sind. Schicken Sie bitte drei Ihrer besten Beamten. Sie sollen den ganzen Tag mit meinen Leuten umherfahren und Ihnen die Feinheiten des Verkehrsflusses und der Polizeiüberwachung beibringen. Ich habe von den Problemen Ihrer Einheiten gehört, speziell von der überalteten Flotte an Polizeiwagen. Ich würde nur zu gerne einen Mannschaftswagen spenden. Ja, dann...
Können die aussenden? Es ist ein Notruf von einer Nachtapotheke eingegangen. Ein Süchtiger versucht, sich unerlaubt Zugang zu verschaffen. Er hat eine Apothekerin mit Gewalt bedroht und fordert, dass sie die Arzneimittel aufmacht. Machen wir es so. Die Sägemühle wird durch einen umlaufenden Zaun von 3 Metern Höhe geschützt und die Tore sind von innen abgeschlossen. Aus dem Inneren sind Rufe zu hören. Das Tor aufbrechen, an das Tor klopfen, das Tor mit einem Streifenwagen rammen. Das Tor aufbrechen. Ein Mann bedroht einen Jungen mit einer Kreissäge. Der Mann schreit hysterisch. Sich auf den Verbrecher stürzen, eine Waffe auf den Mann richten und ihm befehlen, den Jungen gehen zu lassen, für einen tödlichen Schuss auf den Verbrecher anlegen. Nein, eine Waffe auf den Mann richten und ihm befehlen, den Jungen gehen zu lassen. Ja, hat gereicht, super. Ja. Chef, wir sind mit den umhergefahren und haben den dämlichen Fahrern den Grundlagen beigebracht. Für heute sind wir fertig. Inzwischen hat Mr. Sand einen neuen Mannschaftswagen geliefert. Ein echtes, nettes Schätzchen. Viel zu gut für die Idioten, die wir damit fassen werden. Schön. Mannschaftswagen. Haha. Mord. Während der Urteilsverkündung hat ein Serienmörder namens Albert Ramirez einen der Gerichtsdiener eine Waffe entrissen, sich nachdem er mehrere Zeugen erschossen hatte, im Gerichtssaal verbarrikadiert. Ein junger Stenograf wurde als Geisel genommen. Schicken wir erstmal nur die beiden hin. Der Raub. Ist der Täter gefasst worden? Schön. Ich bin ja gespannt. Okay, da geht jetzt schon mal das Licht genau aus. Ja. Es war mir klar, dass die Verstärkung brauchen. Angriff. Ein Sanitäterteam wurde zu einem Mann gerufen, der sich über Schmerzen in der Brust beklagt hatte. Während sie ihn behandelten, griff der Mann plötzlich die Sanitäter an und rief etwas von pharmazeutischen Verschwörungen. Die anderen Mitglieder des Teams konnten fliehen und haben die Polizei gerufen. Okay, Kochi und Price, die können dahin. Ja. Jack, wir wissen nicht, warum sie das getan, aber wir hoffen, es war ein guter Grund. Vergessen Sie nicht, wer hier Ihre Freunde sind. Wir wollen keinen weiteren Ärger. Ach ja, da habe ich nicht aufgepasst. Oh, das macht mich ganz wirr. Ich muss mir das aufschreiben nebenbei. Ehrlich, ey, da werde ich echt ein bisschen wahnsinnig, wenn da die ganzen Sachen da eingehen. Ich kann mir das nie merken. Die Tür zu der Wohnung ist von innen abgeschlossen und von drinnen sind unverständliche Schreie zu hören. An die Tür klopfen, die Tür aufbrechen, eine nebenan liegende Wohnung betreten und über den Balkon hinüberklettern. An die Tür klopfen erstmal. Oh. Das Opfer liegt gefesselt am Boden, der Angreifer sitzt auf, nimmt eine Spritze mit einer unbekannten Substanz in der Hand. Eine Flasche Bleichmittel liegt in der Nähe. Spritze fallen lassen sofort. Eine Waffe auf den Mann richten und ihm befehlen, sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu legen. Sir, wir sind auf Ihrer Seite. Erzählen Sie uns von dieser Verschwörung. Erzählen Sie uns von dieser Verschwörung, komm. Der Mann springt auf und greift sich ein paar Zettel vom Tisch. Hier steht alles, alle Beweise, die Sie brauchen. Sie haben diese Medikamente entwickelt, um unsere Gedanken zu kontrollieren. Dann können wir wählen. Hören Sie auf mit dem Unsinn, lassen Sie sofort den Arzt frei oder den Mann mit einem Schlagstock niederschlagen. Oder die Polizei von Freeburg wird direkt mit der Ermittlung beginnen. Lassen Sie uns auf die Wache weiterreden. Ja, machen wir es so. Nein! Nein! Beamter getötet, Zivilist getötet. Nein, Täter gefasst. Price ist tot. Oh nein. Mhm. Sind auch neue Sachen dazu. Oh nein. Ich habe schon wieder einen Polizisten verloren. Nein. Das ist doch ärgerlich.
So, ich muss jetzt den Tag beenden. Jeder ihrer Angestellten erhält ein wöchentliches Einkommen, die noch leben, jedenfalls. Aber wenn sie sie im Papierkram begraben, können sie das Geld vom Einkommen aller verstorbenen Polizisten einstreichen. Solange sie auf dem Papier lebendig und gesund sind, wird die Stadtverwaltung absolut gesunde Schecks durchdrucken. Drucken. Für tot erklären. Wir müssen etwas Papierkram für diesen toten Angestellten. Personenoffizier für Thüringen bearbeiten, der Unterlagen verzögern. Leiche in der Leichenhalle behalten. Oh, das ist ja unmenschlich, ne? Oh, aber gut, ich versuche das da mal. Es war unmenschlich, aber ich mach's mal. Ich will es halt mal ausprobieren. So, wir beenden den Tag. Tag 11, 25. Juli, Donnerstag. Ich muss mich jetzt aber bei euch verabschieden und tschüss, bis zum nächsten Mal.